Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Werkstattbesuch. Heute bin ich in einer richtig, richtig schönen Werkstatt und beim richtig coolen Typen. Und zwar bin ich beim Sigi. Ich werde mir heute mal Sigi seine Werkstatt anschauen. Sigi wird uns seine Werkstatt zeigen. Das kriegen wir. Und was das heute alles gibt, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ich bin Sigi, ich bin 29 Jahre alt, ich nulle dieses Jahr, ich bin 30, das ist hart für mich. Und ja, ansonsten, ich bin Tischler, gelernter Tischler. Ich habe 2,5 Jahre Tischler gelernt und dann ein knappes Jahr als Geselle gearbeitet, relativ kurz eigentlich, um dann seinen Meister zu machen. Und ich mache gerade noch meinen Meister und meinen Techniker, das ist gerade in den letzten Zügen. Und bin im Mai durch, mache dann noch mein Meisterstück und dann kann ich mich Tischler, Meister und Holztechniker schimpfen und auch Bademeister. Also es ist alles drin, das ist echt top. Wie bist du zum Holzhandwerken gekommen, beziehungsweise zum Schreiner? Wie hast du angefangen? Ja, tatsächlich habe ich erst studiert und im Studium gemerkt, dass das gar nicht so meins ist. Und habe angefangen, ja, ich habe überlegt, was kann ich machen. Fand Handwerk immer geil. Mein Opa hat früher viel mit Holz gemacht, war selber Metaller, also der ist Maschinenbauer. Ja, und dann über einen Kollegen, der eine Tischlerei hatte, habe ich ein bisschen geschnackt und dann habe ich irgendwie gesagt, das ist voll dein Ding, so früher schon immer gewesen, und dann habe ich Tischler gelernt, ne? Das geht dann immer schneller, als man irgendwie gucken kann. Und im Beruf habe ich halt gemerkt, das ist mein absoluter Traumberuf, ne? Also das ist, war mein absoluter Traum, allein im Handwerk zu sein, und dass es dann Tischler geworden ist, ist auch absolut nur geil. Also war, ja, wie gesagt, wenn du schon immer was mit Holz machst, dann war es eigentlich naheliegend, aber wenn du Abi gemacht hast, dann sagt ja nie einer, mach mal Tischler. Sondern heißt es immer, mach mal irgendwie, keine Ahnung, studier. Was sind so deine aktuellen Projekte? An was arbeitest du im Moment? Aktuell, das zeigen wir jetzt. Eine schöne Eichenplatte. Ja, haben wir ein bisschen was zusammengedübelt hier. Und die wartet darauf, mal weitergemacht zu werden. Wird aber erst jetzt nach nächster Woche was, weil dann habe ich ja meine Prüfung los. Hier auf dem Tisch ist Platz für, sagen wir mal, was Neues. Die Leute, die wissen, ich hatte mal was in der Werkstatt, das habe ich jetzt nicht mehr. Und vielleicht kommt was Neues, aber nur vielleicht, das weiß ich noch nicht. Das ist der Tisch, das ist ja da vorne, der vegetiert da gerade ein bisschen vor sich hin. Ja, weil ich gerade mitten im ersten Prüfungszeitraum bin quasi und deswegen muss der jetzt gerade da ein bisschen zwischengelagert werden. Was ist noch in der Pipeline? Ja, noch ein Tisch und noch ein Couchtisch und noch eine, ja, was, also viele Tische im Moment. Die Leute brauchen wieder Tische. Ja, noch eine Wandverkleidung, also so ein bisschen Kleinkram noch, ne? Da kommt ein bisschen Kleinkram und dann nachher, ich baue noch einen Tresen und ja, so ein paar schöne Sachen eigentlich. Ja, es sind eigentlich ein paar schöne Sachen dabei. Ich habe gerade mein Buch nicht dabei, aber ich habe nur Prüfungen im Kopf. Ja, hier fangen wir an. Hier ist mein schönes Regal mit meinem Makita-Radio. Mit meinem Radio. Das sollte mal eine Metallecke werden. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, nee. Also hier ist so ein bisschen Metallzeug, so ein bisschen Flex und sowas. Ich habe da so ein Elektrodenschweißgerät, so ein uraltes von Opa. Das ist jetzt, wenn ich wirklich mal was zusammenbrate, ne? Aber ich mache das nicht oft. Also ich bin nicht viel mit Metall in Kontakt. Ab und an. Hier habe ich einen Ganomaten oder, ja, man sagt Ganomat. Wie heißt das Ding denn? Von Gunner ist das Ding. Das ist, um Loch reinzubohren für Schrankseiten und kennst du bestimmt auch, oder kennt ihr bestimmt auch, jetzt muss ich ja so reden. Weil derjenige in der Kamera, der ist jetzt ja gerade gar nicht da. Ja, genau, das ist eine Maschine für Loch rein, um Loch reinzubohren. Oder Topfbänder kann man damit auch bohren. Oder ja, sowas halt, Beschlagbohrmaschine oder wie man das nennen will. Was gefällt dir an deinem Beruf am besten? Ja, das Arbeiten mit Holz. Ja, und das Kreative, ne? Also das ist ja auch das, was ich gerade mache, ist ja eben auch nicht typischer Tischler, sondern ich bin ja nun mal auch kreativ irgendwie unterwegs, ne? Mach ein bisschen mit Social Media, mit Insta und YouTube, und das ist natürlich das, was irgendwie, ja, was du kombinierst alles in allem, und das ist mit diesem Beruf möglich, und du kannst das Handwerk nochmal so ein bisschen, ja, ein bisschen geil präsentieren, und es macht halt auch einfach tierisch Spaß. Also Sachen zu verwirklichen aus einem Baum. Es ist eigentlich völlig absurd, aber du baust Sachen aus dem Baum, so, und das ist doch total geil. Das ist was Natürliches, woraus du einfach was Natürliches, was Geiles dann herstellst, was du halt gebrauchen kannst und was einzigartig ist. Und das fand ich schon immer super interessant an Holz. Also das ist halt, und du kannst fast alles machen. Also die sind ja eigentlich keine Grenzen gesetzt.
wenn du dich damit mit der Materie nachher auskennst. Ich bin der absolute Holzexperte. Deswegen habe ich hier vorne immer, das sieht immer geil aus, da kann ich immer sagen, ich habe total Ahnung und das ist Zebranoholz. Das kommt aus Zebrano. Tatsächlich ja, ich habe hier ein bisschen Zebranoholz, dahinter ist, boah, das sind die, jetzt sieht man gar nicht, weil es dreckig ist. Das müsste, weiß ich nicht, ich habe hier noch Esche, ich habe hier noch Buche, ich habe hier noch Eiche und ich habe hier noch, ja, lass mich lügen. Kirsche ist, glaube ich, auch noch dabei. Da ist auf jeden Fall ziemlich viel von ziemlich viel geilem Scheiß dabei. Hier haben wir noch ein bisschen mehr. Ein bisschen Eiche vom Tisch übrig geblieben. Wird auch nicht, ja, wird so aufkommen, ne? Naja. Hier habe ich von Instagram, von jemandem, der bei Instagram gesehen hat, dass ich auch gerne Altholz verarbeite. Der hat mir hier, der ist Immobilienmakler und hat über einen Kunden mitbekommen, dass der hat irgendwas renoviert und das Ding hat er im Ofen liegen, hier gehabt als für Ofengeschirr. Und dann guckt man sich den mal an. Und den hat er mir einfach so mal vorbeigebracht. Ich weiß noch nicht, was ich draus mache, aber das ist ziemlich, ziemlich geil. Hier kommen wir ja schon wieder zu meiner nächsten treuen Maschine. Zu meiner nächsten, das ist die erste, die ich heute zeige. Na egal. Ja, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen oder du hast sie auf jeden Fall schon gesehen. Ja, genau. Ja, das ist mein Hobel. Altes Ding habe ich jetzt erstmal so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen general überholt, aber so alles an Lagern und an wichtigen Dingen habe ich überholt an dem Ding. Läuft ziemlich gut, hat noch so ein, zwei Einstellungsschwächen, da muss ich nochmal bei. Aber wenn man so eine alte Maschine erstmal wieder schier hat, dann läuft er noch 100 Jahre. Also ist auch immer wieder schön, weil so leise. Für alle, die es wahrscheinlich, oder die es jetzt bei Philipp und das Video schreiben, ja, da muss noch ein Gliederschutz dran. Der alte ist nämlich leider abgegangen, das wird gefixt, ne? Das ist sehr wichtig hier, ne? Ja, und zwar Absaugung braucht man auch. Ich habe zwar noch eine relativ laienhafte Rohrführung hier, das wird nochmal geändert. Und für alle, die jetzt sagen, man hat mit der statischen Aufladung Probleme, hat man nicht bei so einem Durchmesser. Also ich habe tatsächlich einen Draht da durchgezogen, um drinnen ein bisschen Ladung da rauszukriegen. Da ist auch so ein Dings, ist da geerdet, so ein Draht. Aber prinzipiell bei so einem Durchlass hat man nicht so die Probleme der statischen Aufladung. Also ich will mich da jetzt auch nicht so aus dem Fenster lehnen, aber das war so das, was erstens die Erfahrung zeigt und auch zweitens so das, was man jetzt auch bei der Arbeit, weil man hat ja nie so ein Staubaufkommen in so einem Rohr, also wenn es kleiner wird, klar, dann ist es kleiner, du hast schnellere Geschwindigkeit und so, aber naja, ist egal, ist alles nicht so wichtig. Läuft ganz gut, muss noch ein bisschen geändert werden, weil dann habe ich mehr Knöpf, weil jetzt gerade geht mir natürlich über diese ganzen Bögen hier viel zu viel verloren. Zeigen wir gleich. Was ist Knöpf? Knöpf? Kraft. Ah! Da ist so Lack drin und was man so braucht, ein bisschen Öl, bisschen Lack, bisschen Leim, Leim. Pinsel, noch mehr Leim. Benutzt du den Leimroller oft? Den hier? Ja, ab und zu schon. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tisch baue, dann packe ich mir die Riegel alle nebeneinander und dann kann ich halt schön, dann hast du halt nicht so, mit der offenen Zeit kriegst du auf jeden Fall keine Probleme. Es geht auch mit einem Pinsel und so, aber wenn du die Riegel schön aneinander packst, wenn die alle gleich groß sind, kannst du schön mit dem Roller rüberpacken über eine Fläche. Dann bist du 3 Minuten durch mit, wo du sonst halt locker eine Viertelstunde brauchst gefühlt, wenn du mit einem Leimroller hierbei gehst. Deswegen benutze ich den eigentlich ganz gerne mal. So sieht er leider auch aus, aber ist auch schon ein bisschen älter. Ja, ansonsten, das ist auch Waschbecken, ist ganz cool. Habe ich endlich Wasser in meiner Werkstatt. Meine super Hightech, super krass große, riesen Tischbohrmaschine. Das ist einfach die, also für mich reicht sie. Ohne Scheiß, ich habe noch eine andere, die ziemlich beschissen ist. Und also bisher, muss ich sagen, macht die, was sie soll. Weil ich auch nicht mit Metall arbeite, oder fast nicht. Absolut ausreichend. Sie bohrt genau und alles gut. Ich schon gedöns hier so mein Werkzeug so an der Wand dran, ohne French Cleat und ohne irgendwelchen Käse. So, ich habe meine Magnetleisten, weil ich einfach, das finde ich praktisch. Und ein paar Schrauben an der Wand. So kenne ich das von meinem Opa und so habe ich das auch irgendwie weitergemacht. Philipp Konter wird jetzt sagen, wie geil ist das denn? Eine riesig geile große Drechselbank. Das muss ja ein Drechselmeister sein. Tatsächlich habe ich die, um auch mal was drechseln zu können, was Kleines, wenn du mal was hast. Du brauchst mal irgendwas Rundes. Also das Letzte, was ich damit gemacht habe, waren Knöpfe für so eine Art Puppenhaus. Ey. Also so Schubladendinger, das war, also ich brauche es nicht oft, aber wenn, dann kann man sich mal aushelfen. Ne? Dafür reicht es ja. Frästisch, brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen, ist halt ein Frästisch.
Kappsäge, ist eine Kappsäge. Fernseher, ganz wichtig in der Werkstatt, damit ich Philipp immer angucken kann. Philipps Kamera, auch wichtig, die muss immer hier sein. Noch mehr Werkzeug, Schubladen mit ganz viel Werkzeug drin. Es steht ja drauf, was drin ist. Eine von meinen Kameras, bisschen so Akku-Ecke, altes Werkzeug, was im Moment wenig benutzt wird, bisschen Musik. Lackwagen, ganz praktisch, wenn man mal was zum Trocknen hat oder ein paar mehr Sachen zum Trocknen hat, den kann man so auseinanderziehen. Und dann hat man halt Ablageflächen, zur Not auf beiden Seiten. Das ist ganz praktisch, ganz cool. Staubsauger, Akkustaubsauger, wichtig. Maschinenecke. Hobelbank. Ja, habe ich jetzt gar nicht so gesagt. Mein Hubtisch ist halt in der Werkstatt geil, ne? So ein bisschen Lochraster drin für Zwingen und sowas. Habe ich wieder Aufriss geübt. Ich habe das eigentlich nur präpariert, weil ich wusste, du kommst. Deswegen sollte ein bisschen wichtig aussehen. Ja, mein Handwerkzeugkiste, das ist ein ziemlich geiles Ding, weil das ist das, was ich immer benutze, wenn ich mal... Also das ist so meine Möbelbaukiste oder wie man es nennen will. So, wenn ich mal, mein gutes Handwerkzeug ist da drin. So, und dann habe ich da hinten noch ein bisschen so, was man von allem, aber hier, das ist so das, was ich wirklich am liebsten benutze. Ja, das ist so der Bereich hier, so der Hauptbereich zum Arbeiten eigentlich. Also gerade der Tisch, riesen Arbeitsfläche und in der Höhe verstellbar und rollbar. Ist halt top. Was sind so Arbeiten, die dir gar nicht gefallen in der Werkstatt? Die mir gut gefallen? Die dir gar nicht gefallen. Die mir gar nicht gefallen? Genau. Achso, die mir gerade gefallen, habe ich verstanden. Die mir gar nicht gefallen. Es gibt so Tage, da finde ich Schleifen richtig scheiße. Sag ich dir ganz ehrlich, weil es ist halt, also es macht Spaß, wenn du fertig bist, weil dann siehst du, wie geil es geworden ist. Aber vorher gibt es mal so Tage, da macht es nicht so Spaß. Und ich finde sauber machen richtig kacke. Hast du eine Lieblingsmaschine in der Werkstatt? Meine Lieblingsmaschine? Natürlich meine Altendorfsäge. Ja, absolut meine Susi. Das ist ja meine Susi und die ist nur geil. Also ich hatte vorher eine alte Altendorf, das hört sich an, ne? Naja, auf jeden Fall hatte ich vorher ja auch eine Altendorf. Und die war schon geil, aber wenn man dann so in dem, also die war 25 Jahre alt und wenn du dann natürlich heutzutage ankommst mit so einer Säge, ich sag mal so eine Tischkreissäge, das ist glaube ich das Herz einer Tischwerkstatt, würde ich sagen. Also, Esso, du musst so oft, bist du halt einfach an der Säge und ja, schockt. Also das Ding ist halt auf Mühe genau, würde ich fast sagen. Wenn du dich selber, also wenn da irgendwas falsch ist, dann hast du selber den Fehler gemacht. Das Ding ist einfach richtig geil. War richtig Spaß damit zu arbeiten. Ja, und jetzt kommen wir ja schon zu meinem Highlight hier. Meine schnuckelige Altendorf, meine Susi, meine Formatkreissäge. Einfach geil. Also ohne Scheiß, das ist halt das Herzstück, ne? Bin ich auch tierisch stolz drauf, freue mich jeden Tag, dass ich das Ding habe. Dass die WA80 so klein und handlich, wie man so schön sagt, mit einem großen Schlitten. Das ist ganz geil, weil ich halt auch ganze Platten besäumen kann oder formatieren kann. Ja. Hammergeil. Also, muss ich glaube ich nicht viel zu sagen. Das ist halt einfach eine richtig geile Formatkreissäge. Zeig uns doch mal die Bandsäge. Ja, dann zeigen wir. Die findet Philipp nämlich viel geiler, weil die. Warte, ich muss kurz rechnen. Wahrscheinlich. Fünfmal so alt ist wie die hier, sechsmal, siebenmal so alt, achtmal so alt. Das ist halt wirklich wie so ein kleiner Flugzeugstart jetzt. Das ist immer wieder ein Highlight, wenn man das Ding anreißt hier. Ach, der Stecker ist gar nicht drin. Ich habe Elektriker gefragt und er meinte, das brummt, weil es alt ist. Also, keine Ahnung. Das wird bestimmt irgendwer wissen, da kannst du ja in die Kommentare schreiben. Interessiert mich auch. Er hat auf jeden Fall gesagt, solange es läuft, läuft's. Das ist mit alten Maschinen, wenn man da anfängt, dann umzurödeln. Ich weiß auch, das ist voll die gute Idee, wenn man morgens noch ein bisschen müde ist oder irgendwie sich gerade nicht so richtig auf die Arbeit konzentriert. Da baut man doch alle Schutzvorrichtungen ab und macht es einfach ohne. Dann braucht man auch keinen Kaffee. Ja, das stimmt. Den hast du dann... Jetzt kommt sie doch. Ist doch alles gut. Wie bist du denn zu deiner Werkstatt gekommen? Gibt es dazu irgendwie eine Geschichte und wie groß ist denn deine Werkstatt in etwa? Ja, wir haben hier jetzt so, warte, wir können kurz, ich glaube es sind knappe 100 Quadratmeter unten Grundfläche und dann habe ich ja oben noch mein Bad und mein Büro, was natürlich geil ist, dass ich oben ein Büro habe. Ja, und ansonsten, meine Geschichte, ja, ist ja eigentlich so, ich habe angefangen auf dem Dachboden.
das fanden irgendwann die Vermieter nicht mehr so geil. Und dann bin ich, in einen Schweinestall reingegangen. Das war quasi für wenig Geld, kam man da irgendwie so eine relativ große Halle. Und das war halt, vom Dachboden war das natürlich dann mega geil, ne? Ja, aber das hatte sich dann auch schnell erledigt. Du hattest kein, wie gesagt, du hattest kein Büro, du hattest kein Badezimmer, so immer im Knick, das ist natürlich auch nicht so optimal, auch gerade wenn du mal Besuch hast, das ist immer blöd. Und die Deckenhöhe war 2,20 oder so, oder 2,50 glaube ich waren das, also ne, 2,50 glaube ich, 2,40, ja egal. War auf jeden Fall recht gering und ja, da war irgendwann so der Punkt, hier in der Umgebung gibt es auch nicht so viel. Und dann habe ich mir natürlich, ja, man guckt immer mal über Kleinanzeigen und dann habe ich halt die Halle hier gefunden. Und ja, jetzt stehen wir hier und bin auch sehr froh, den Schritt gegangen zu sein. Ist aber schön. Auch wenn es Überwindung gekostet hat. Dann glaube ich nicht sauber. Doch, einigermaßen. Jetzt sind wir wieder drauf, ne? Jetzt muss ich aber erstmal da hinten hinlaufen. Erstmal haben wir es nicht gesagt, hier habe ich auch noch meinen Kompressor stehen. Und nein, es ist kein Silent-Kompressor. Es ist ein Breitbandschleifer. Und zwar macht der die Arbeit, worauf man selber keinen Bock hat. Die schleift halt ziemlich auf eine ziemlich breite Breite. Naja, sie kann breite Dinge schleifen. Also du kannst da deine Leisten durchschieben, hochkant. Das ist im Endeffekt funktioniert es ein bisschen wie ein Dickenhobel. Also wenn man es jetzt übertrieben sagt. Du kalibrierst damit eigentlich auch deine Tischplatte zum Beispiel. Du kannst deine Tischplatte, du hast sie verleimt, du hast natürlich eine dicke gehobelt, aber hundertprozentig ist sie manchmal nicht, weil du immer ein bisschen Versatz hast oder so. Und damit kalibrierst du sie halt genau auf die Dicke, die du haben möchtest. Machst du halt so in halben Millimeter Schritten ungefähr oder Zehntel Millimeter Schritten. Also du machst halt, nimmst ganz wenig ab nur, ne? Also schleifst halt richtig schleifen. Also da ist ein Schleifband drin, da ist jetzt ein 60er Band drin, relativ grob, aber weil ich eben das auch nur zum Vorschleifen nutzt. Also ich mache damit quasi die Arbeit, auf die ich dann am wenigsten Bock habe. Halt mit dem Bandschleifer darüber rubbeln, bis du halt mal so einen Versatz wegkriegst oder so. Ne? Deswegen dann kannst du sie beidseitig da durchziehen und dann hast du sie schön kalibriert. Und danach gehe ich nochmal kurz mit dem Bandschleifer rüber mit 100er Papier und dann noch einmal mit Excenter und dann ist Zucker. Was findest du ist das Besondere an deiner Werkstatt? Das Besondere an meiner Werkstatt? Boah, das ist eine richtig schwierige Frage. Also das Besondere an dieser Werkstatt? Naja. Gute Frage jetzt, ohne Scheiß. Stand die da vorhin schon drauf? Ja. Weiß ich gerade echt nicht. Das Besondere an meiner Werkstatt? Das Besondere an dieser Werkstatt ist, das bin natürlich ich. Ja, natürlich. Nee, also weiß ich nicht, was ist besonders an dieser Werkstatt? Ist halt eine inzwischen gut funktionierende Werkstatt, die ziemlich viel Arbeit gekostet hat. Und das wollte ich am Anfang nicht wahrhaben. Ich dachte immer, irgendwann bist du fertig mit deiner Werkstatt und alle erzählen immer, bist du nie. Doch, bist du? Nee, bist du nicht. Und jetzt am Ende bist du nicht fertig mit der Werkstatt. So, ich weiß nicht, ob ich von der Frage jetzt ablenke, aber auf jeden Fall ist das hier wirklich so, wie auch in jeder Werkstatt. Ich habe jeden Tag Ideen und wenn ich die Zeit hätte, würde ich hier wahrscheinlich jeden Tag mein Projekt Werkstatt weitermachen, weil es einfach cool ist, hier zu optimieren. So, ne? Aber grundlegend funktioniert sie endlich und das ist auch besonders, weil es dauert immer ziemlich lange, bis du deine Arbeitsabläufe so hast, dass du auch arbeiten kannst. Also so, dass du weißt, die Maschine steht nicht 10 cm zu weit da oder zu weit da, weil die Wand dann da schon wieder kommt. Das funktioniert auf jeden Fall alles. Da bin ich schon mal recht stolz drauf und der Rest kommt mit der Zeit. Das ist eigentlich eine super Antwort, dass die Werkstatt funktioniert. Also stimmt. Das ist schon gut. Es hat sich am Schluss noch die richtig gute Antwort gegeben. Ah, wir haben ja Glück gehabt, ne? Und das soll es dann auch tatsächlich schon mit der Folge Werkstattbesuch heute gewesen sein. Das war's schon. Ja, der Sieger hat einen eigenen Kanal, den werde ich euch unten auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken. Schaut euch den auf jeden Fall mal an. Sigi, danke, dass ich vorbeikommen durfte. Ja, sehr gerne. Beneidenswerte Werkstatt, richtig, richtig geil. Danke. Und bin auch sehr stolz drauf. Ja, die Projekte, die da rauskommen, kann man sich auf jeden Fall ansehen. Ja, es war mir eine Ehre, das wollte ich sagen. Ich habe meinen Frosch in den Händen, deswegen, aber egal. Schön, dass ihr bis jetzt am Video dran geblieben seid. Und bis zum nächsten Video sagen wir in diesem Fall tschö mit Ö. Tschö.